Moin zusammen! Heute geht es mal um das Thema Komoot und wie ihr da Experte werden könnt. Zuallererst, was ist eigentlich Komoot? Komoot ist eine App, um euren Sport zu tracken. Also egal ob Wanderungen, ob ihr joggen geht, ob ihr Fahrrad fahrt, ihr könnt dort Routen planen und zum Beispiel Sehenswürdigkeiten anfahren und eben auch eure abgeschlossenen Aktivitäten am Ende dann anschauen und auswerten. Unterschieden wird prinzipiell zwischen den Nutzern, die quasi die App benutzen, um ihre Routen zu planen, um Sehenswürdigkeiten oder schöne Orte zu finden und diese dann eben rauszusuchen, um dahin zu fahren. Und es gibt die sogenannten Pioniere. Das sind dann die Leute, die, wenn sie an irgendwelchen schönen Orten waren, diese Plätze bewerten, Fotos hinzufügen, Tipps dazu schreiben oder eben auch ganz eigene Orte, die sie gerade gefunden haben durch Zufall oder die eben noch nicht im Komoot-System drin sind, dann dort hinzufügen und für andere zum Bewerten freigeben. Wenn ihr also all diese Sachen macht, werdet ihr zum Pionier und ihr könnt Punkte sammeln. Die Punkte wiederum helfen euch dann beim Experte werden. Im Prinzip hat das Experte sein keinen großen Vorteil. Ihr habt halt einfach nur ein Badge pro Region und Sport in der Region, in der ihr eben eine gewisse Anzahl an Punkten gesammelt habt. Und am besten funktioniert das, meiner Meinung nach, indem ihr einmal schöne Bilder zu schon vorhandenen Sehenswürdigkeiten hinzufügt oder ihr eigene Orte und Sehenswürdigkeiten in die App einfügt oder ihr eigene Touren plant, diese fahrt und wenn die gut sind, dann auch diese veröffentlicht. Am besten für mich funktioniert das, wenn ich einen eigenen Ort oder einen eigenen Schauplatz hinzufüge. Und wie das funktioniert, zeige ich euch ganz kurz. Also angenommen, ihr seid jetzt auf einer Radtour, wie ich in meinem Fall, und ihr findet einen schönen Aussichtspunkt oder ähnliches, dann schaut ihr auf die Komoot-App, macht ein Bild von dieser Sehenswürdigkeit. Und wenn eure Tour fertig und hochgeladen ist, dann könnt ihr auf der Karte anschauen, wo habe ich denn welche Bilder gemacht und aus diesen Bildern dann eine Sehenswürdigkeit erstellen, also ein Highlight erstellen. Das wird dann hochgeladen und auf der Komoot-Karte mit verarbeitet. Und sobald andere Leute dort sind oder diese Sehenswürdigkeit für gut befinden und das auch als gut bewerten in der App, bekommt ihr Punkte gut geschrieben, die euch helfen, Experte zu werden. Auch wenn ihr eigene gefahrene Touren auf öffentlich schaltet, bringt das teilweise Punkte, gerade wenn ihr jetzt in einer Region wohnt, in der nicht viele Touren öffentlich sind. Dabei würde ich aber an eurer Stelle darauf achten, dass ihr vielleicht keine Touren fahrt, die vor eurer Haustür beginnen und auch wieder enden, weil dann wahrscheinlich ein paar mehr Leute wissen, wo ihr wohnt, als es euch vielleicht lieb ist. Wenn ihr jetzt die drei Dinge getan habt, also Bilder hochladet, eigene Plätze hinzufügt und eigene Touren, dann heißt es auf gute Bewertungen hoffen und warten. Und in der Zeit, während ihr hier wartet, dann könnt ihr mir vielleicht mal eure Tipps in die Kommentare schreiben, wie ihr Komoot benutzt, beziehungsweise ob es noch andere Möglichkeiten gibt, schnell an Punkte zu kommen und Komoot-Experte zu werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao.